Moin, moin, alle zusammen. Ich musste heute notgedrungen mal tatsächlich ins Action fahren. Ich hatte beim letzten Action Haul diese Kopfhörer einmal vorgestellt. Die musste ich leider tatsächlich umtauschen. Die kosten 11,95 und der linke von beiden hat einfach nicht geladen. Es war nichts zu machen, der hat keinen Kontakt gefunden. Ansonsten ist der Klang wirklich gut. Durch die Bügel sitzen die richtig schön fest am Ohr. Die Verpackung ist gleichzeitig ja auch das Ladegerät, ist verschließbar mit einem Reißverschluss. Und da ist auch ein Kabel zum Laden und allem dabei. Und auch für die Ohren nochmal ein Ersatz, ja, in ihr, wie sagt man, naja, diese Knubbels, die man sich dann da reinsteckt. Dieses Gummiknubbel. Ja, ich hoffe jetzt, dass dieses Set in Ordnung ist. Ja, ansonsten müssen die auch wieder zurück. Schade, weil ich hätte die echt gern behalten. Deswegen habe ich sie auch nur umgetauscht. So, und da ich ja dann auch direkt noch mal rein muss, ist ja ganz klar, denn ohne geht's nicht. Ja, musste ich dann noch mal gucken. Dann habe ich für unseren Hundi ein bisschen was zu knabbern mitgebracht. Das sind 99 Cent kosten die, glaube ich. Und die halten nicht lange. Wir haben nämlich einen ziemlich großen Hund. Aber ja, du, was schmeckt, das schmeckt, aber die kosten 94 Cent sogar. So, dann habe ich dieses Stickerbuch gefunden. Ich hatte das in einem anderen Haul gesehen. Wo genau, weiß ich jetzt gar nicht. Doch, ich glaube, ich weiß es, aber ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Asche auf mein Haupt. Auf jeden Fall können da die Kinder, da sind in der Mitte diese Sticker drin. Und da sind diese Bilder und dann müssen die Farben da reingestickert werden. Und mein Sohn ist 3 und der hat sich das angeguckt. Es gab auch mehrere. Es gab welche mit einer Krake drauf, mit einer Katze drauf und noch irgendwas anderes. Und er wollte aber unbedingt das, hat sich das Buch dann auch im Auto angeschaut. Und er sagte: Mama, ich weiß, wie es geht. Hier sind noch ein paar Beispiele. Ich kann das alleine. So, also von daher, gut, brauche ich nicht erklären. Er weiß es, selbst erklären, super. Und für den Preis, jetzt muss ich mal gerade gucken, wo ich den habe. Einmal ganz schnell. 99 Cent und das ist prima. Wenn es selbst erklärt ist, umso besser. So, dann habe ich mir einmal Sticker mitgenommen. Die sind in der Kinderabteilung. Die fand ich auch sehr schön. Da muss ich mal schauen. Ich glaube, die kosteten 49 Cent. Ja, jetzt muss ich gucken. Nein, ich gucke noch mal. Ich gucke noch mal. Sticker. Doch, 49 Cent. Das sind einmal die Regenbögen. Einmal Blümchen. Und die glitzern so schön. Und einmal Herzchen. Die fand ich am schönsten und da dachte ich, die nehme ich mit. Dann habe ich 2 Stanzen mitgenommen. Mein Sohn findet das nämlich so toll. Gut, Schmetterlinge, klar. Finde ich auch ganz schön. Ich weiß sogar noch nicht mal, ob ich den vielleicht sogar doppelt habe. Wenn ja, dann gut, freut sich jemand anders über ein Geschenk. Und wenn nicht, dann auch gut. Und ein Flamingo. Mein Sohn steht auf Flamingos. Der findet die super toll. Dann kommen die mit in meine Sammlung. So, die haben gekostet, das ist immer schön hier, mal schauen, 99 Cent das Stück. Von daher auch völlig in Ordnung. Dann habe ich mir 3 Sorten Stanzen geholt. Die gab es auch schon etwas länger. Wollte ich aber nicht, aber ich habe jetzt so viele Bastelsachen gesehen und Ideen. Und da dachte ich, gut, kann ich doch gut gebrauchen. Dann hatte ich mir die jetzt ausgesucht. Die kosten 3,29 € das Stück. So, einmal die hier. Die fand ich total schön, auch mit dem Herz und mit dem gestitchten Rand dann hier noch. Und auch mein Sohn, ja, wollen wir die in den Wagen packen? Ja, natürlich. Wenn mein Sohn sagt, wir wollen, weil er wieder kurbeln möchte, dann wollen wir das. Dann einmal diese Blume. Die fand ich auch wirklich schön. Und einmal
Dieses hier, das kann man als Rahmen nehmen, als Polaroid, was auch immer. Also da gibt es ja unbegrenzte Möglichkeiten. Und die fand ich auch sehr schön. Dann habe ich mir wieder diese kleinen Aufbewahrungsboxen mitgenommen. Der kostet 1,49 € mit dem Deckel. Meine habe ich nämlich jetzt schon alle verarbeitet. Und ich stelle mir lieber welche wieder hin. Die haben 1,15 Liter. Die finde ich bis jetzt noch mit am besten. Die 2 Liter finde ich zwar auch gut, aber bei den kleinen, da kann ich einfach mehr mit anfangen. Die kommen nachher in meine Box. Dann habe ich mich sowas von gefreut. Ich fasse es nicht. Ich habe jetzt gewartet und gewartet und alle haben sie schon gefühlt, nur ich nicht. Jetzt habe ich sie. Ich freue mich. Alle 4 Clear Stamps Sets mit dem Cutting Die dabei. Das ist jetzt Set 4. Die sehen so aus. Das ist Set 2. Set 1. Und natürlich Set 3. Einmal da hinhalten. Ich wollte sie ja auch unbedingt haben und jetzt habe ich sie bekommen und ich habe mich echt gefreut. Ich war vorher in der Bastelabteilung, da lagen sie nicht. Ich dachte, gut, okay. Action ist ja bei uns immer relativ langsam, was neue Sachen angeht. Aber wir gehen vorsichtshalber nochmal in die Weihnachtsabteilung und ja, sie lagen da. Und ich habe sie gerade so beim Weggehen gesehen und dann war ich umso glücklicher. Dann hatten sie auch die neuen DIY Card Making Blöcke. Ich habe aber nur den einen jetzt mitgenommen. Ich habe ja noch die vom letzten Jahr gekauft und den fand ich einfach so schön. Und da dachte ich, gut, der eine darf noch mit. Ich muss erstmal wieder verarbeiten, ich habe einfach zu viel. Übrigens, diese Stanzen und was haben die denn gekostet? Jetzt muss ich gucken. Da, Clear Stamps, 1,49 ein Set. Und dieser Stanzblock sind 99 Cent, dieses DIY Card Making Set. So, dann, tada, ich habe die neuen Lux Paper Blöcke bekommen tatsächlich. Da vielen Dank an Monas Basteleien für den Tipp. Ich hatte tatsächlich die vom letzten Jahr gekauft, was natürlich nicht schlimm ist. Weihnachtspapier ist Weihnachtspapier. Und da ich letztes Jahr noch nicht gebastelt habe, fand ich das nicht so schlimm. Aber man sagte, hier hinten die Ziffern, die 11 zum Beispiel, das erste Set war von 1 bis 4, dann von 5 bis 8 und dann von 9 bis 12. Und 9 bis 12 ist dieses Jahr. Also vielen Dank nochmal, viele Küsse. Deswegen habe ich sie jetzt auch tatsächlich bekommen. Ich denke, ihr kennt die bestimmt auch schon aus dem ein oder anderen Haul, weil ich bin ja, ich sage jetzt mal, relativ spät dran, weil ja, es gab es halt vorher noch nicht. Deswegen nur einmal schnell angerissen. Ich möchte ja auch nicht die Zeit so doll ausweiten, weil der eine mag etwas längere Hauls, der andere etwas kürzer. Deswegen versuche ich immer so ein Mittelmaß zu fahren, damit es nicht langweilig wird. So, das war der zweite und was ich richtig toll finde, dieses Goldglanzpapier. Fahre ich voll drauf ab. Mag ich fast gar nicht verarbeiten. So, dann gab es diesen hier noch. Gucken nur einmal kurz ein bisschen rein. Wie gesagt, es gibt andere Holz, die zeigen das ganz, ganz ausführlich, aber ich finde, im Schnelldurchlauf geht es wohl auch mal, um sich ein Bild davon zu machen. Und jeder Bastelfreak weiß, wie schön die Blöcke von Action sind. So, und das ist der letzte. Das finde ich richtig, richtig schön. Ich glaube, das ist jetzt schon beim ersten Aufschlagen einer meiner Favoriten. Das sieht wirklich richtig gut aus. Ihr seht natürlich immer nur einen kleinen Teil, ich natürlich auch, weil ich gucke das jetzt zusammen mit euch eben fix durch. Ja.
Den finde ich, glaube ich, mit am besten. So, und dann natürlich mein Highlight. Ich wollte keine mehr, aber sie waren da. Was soll ich tun? Was soll ich machen? Sie sind in meinen Einkaufswagen gehüpft und haben gesagt, bitte, nimm mich mit. Ich bin hier so allein. Und nimm meine Brüder und Schwester auch mit. Okay, ich habe es getan. Die neuen Weihnachtsblöcke. Oh, ich habe mich so gefreut. Ich war ja auch deswegen erst dreimal bei Action. Innerhalb von 2 Wochen. Oh, oder von 1 Woche. Upsi. Ich finde die echt. Auch hier eben Schnelldurchlauf. Die brauche ich wieder für meine Kalenderchen. Ich bastel ja so gerne Adventskalender. Das ist, glaube ich, mein Favorite. Der ist so hübsch. Obwohl der relativ rosa ist, mag ich dieses leichte Rosa. Oh Mann, ist das hübsch. Ja, süß. Absolut süß. Tanzende Bäumchen. Ich bin eigentlich nicht der Rosa-Typ, aber schaut euch das an. Ist das nicht schön? Ich könnte jetzt so, oh wow, ich könnte jetzt so losbasteln, aber mein Mann ist gerade erst wieder nach Hause gekommen, dem habe ich gerade den Kleinen in die Hand gedrückt und habe gesagt, ich muss weg, ich muss abdrehen und dann habe ich Zeit für euch. So, dann gucken wir in den nächsten rein. Ich mag ja auch so dunkle Rottöne. Sehr, sehr gerne. Alles so, was lila und Bordeaux ist, das ist ja so absolut meins. Auch noch ins Dunkelblau rein mag ich auch sehr gerne. Mein Gott, sind die wieder schön. Sie sind einfach nur schön. Und ich bereue es nicht, dass ich wieder mal 50 Euro bei Action gelassen habe. Aber wie es so ist, Hobbys sind Hobbys und dafür gehe ich auch arbeiten. Ist ja nun mal so. Mein Sohn hat natürlich auch wieder was anderes noch bekommen, aber damit spielt er gerade unten in einem anderen Laden. Von daher, für alle ist gesorgt. Oh, ich glaube, meinem Mann habe ich nichts mitgebracht. Hoppla. Doch, eine Teewurst. Bin ich doch eine nette Frau. Sag das ja keinem. So, und dann kommt noch der letzte. Auch wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ich bin schon bei 12 Minuten. So, die kosten, jetzt muss ich gucken, 1,99 €. Sind auch nur einseitig bedruckt. Finde ich irgendwie besser, bin ich ganz ehrlich, damit ich nicht immer mich für eine Seite entscheiden muss. Und ich mag das irgendwie lieber. In meinem Schrank ist es auch sortiert nach einseitig bedruckt und zwei beidseitig bedruckt und nach Größen und nach, ich sage jetzt mal Jahreszeit bald, also nach Weihnachten, nicht Weihnachten. Ja, das war das vom Action. Also wer jetzt sich nur für Action interessiert, kann jetzt abschalten. Vielen Dank fürs Zugucken. Wer sich für Teddy noch interessiert, da sind wir nämlich auch schnell reingehüpft, der bleibt jetzt einfach mal dran. Da habe ich noch ein paar klitzekleine Kleinigkeiten bekommen. Das ist einmal selbstklebendes Furnier für 10 Cent. Ich dachte, da kriegt man bestimmt was Schönes mit hin, ein schöner Hintergrund. Dann auch wieder in einem anderen Haul gesehen, bei Monas Basteleien mal wieder. Halloween-Sticker. Die fand ich sehr niedlich, weil ich habe tatsächlich auch keine. Und dann habe ich die hier noch. 1,50 das Stück. Die waren sehr niedlich. Die sind auch sehr, sehr dick, muss ich sagen. Es sind 30 Stück drin bei dem, 25 bei dem und 29 bei dem anderen. Und die sind, ich würde sagen, dickes Schaumstoff, Schaumgummi-Zeugs. Dann habe ich die schon länger gesucht. Das sind diese Schablonen, die kosten 1 Euro und diese auch. Die haben sie heute dann tatsächlich auch da hängen gehabt.
Ich suche zwar noch andere und auch Weihnachtsstanzen oder Sticker oder was auch immer, genauso wie Stempel, aber das haben die einfach bei uns nicht. Dann einmal hier Fotokarton mit Glitzer, mehrere Farben drin. Das ist einmal in A4-Format, die kosten 1 Euro. Und ja, ich habe euch ja gerade gesagt, Glitzer ist super, mag ich sehr gerne. Und das darf dann wohl auch mal mit. Dann habe ich in der Krabbelkiste noch ein Moosgummiset Hasen gefunden. Der kommt gleich in meine Osterbox, weil für Ostern habe ich eine Osterbox, wo man dann basteln kann mit den Kindern, wenn die ganzen Kinderchen kommen von Freunden und so. Und dann nehme ich immer die 10-Cent-Artikel mit. Da können die verbasteln und ihren Eltern schenken oder was auch immer machen. Oder im Kindergarten, mir ist das egal. So habe ich immer was zu Hause. Dann habe ich noch A5 Fotokarton, auch für 1 Euro. Natürlich auch wieder beglitzert. Da sind 5 Blatt drin mit 2 Farben. Auch wieder 1 Euro. Dann absolut verschärftes Neonpapier für 1 Euro. Da sind auch mehrere Neonfarben drin. Das sind 10 Blatt, 4 Farben. Die seht ihr hier. Und das Set habe ich auch gleich zweimal, beziehungsweise eins als pinkes Deckblatt und eins grünes. Da sind dann auch, denke ich, andere Farben drin oder einfach nur anders sortiert, sehe ich dann beim Auspacken. Ist natürlich auch nett, wenn man so eine kleine quietschige Karte machen will oder was Quietschiges basteln will. Neon geht für mich immer. Ja, und ich muss sagen, die Tasche ist leer. Die Hauls sind vorbei. Ich flitze jetzt gleich runter, aufräumen kann ich später. Ich lasse das jetzt so liegen. Ich gehe jetzt mit Kind und Mann ein bisschen spielen. Ich wünsche euch einen wundervollen Samstag. Bleibt gesund, geht fleißig shoppen, bastelt fleißig, macht das, was euch Spaß macht. Und natürlich schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich wünsche euch was. Bis dann.